Leute und willkommen zu einem weiteren Deck-Profile. Ich habe hier ein Deck gekriegt von Chris, das sich mit den Reptilianisch beschäftigt. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt von euch. Raging Battle kam die, glaube ich, aus. Mit Venominaga beispielsweise als Bossmonster, coole Karte. Ja. Schauen wir uns das mal an. Also er spielt hier einmal Venominaga, The Deity of the Poisonous Snakes. Ein Reptilian Vasky. Zweimal Venominan, the King of the Poisonous Snake. Einmal Ananta, auch ein cooles Monster. Dann haben wir zweimal Medusa. Wir haben zwei Skylar. Drei Skylar, Entschuldigung. Drei Gardner. Dreimal Gorgon. Drei Viper. Und dreimal Naga. Dann zu den Zauberkarten, da haben wir dreimal Snake Rain. Wir haben drei Swords of Revealing Light. Draw Muscle, haben wir zwei. Vaulting Escape, ich glaube, das ist aus der Hautfahren, heißt die Karte auf Deutsch. Zweimal. Dann haben wir zweimal Rise of the Snake Deity, dreimal Alien Brain und zwei Damage equals Reptile. Ja. Zum Extra Deck, da haben wir auch ein paar coole Karten drin. Belsis, die auf die Ultimate Dark Dragon. Einmal, dann Leo, Beals, Goyo. Das ist das Powered Insectron. Dann haben wir da den Red Wyvern. Cooles Artwork. Reptilian Hydra, die haben also auch eine eigene Synchro-Karte. Wir haben den Tichy Hyper Librarian. Number 107, Galaxy Eyes Techian Dragon. Gagagigo Derizon. King of the Feral Imps. Zweimal. Zwei Castell und einen Cowboy. Zum Side noch eine Venominaga, zwei Reptilian Spawn, zwei Vipers Rebirth, eine Reptilian Poison, Miniguts, Beboku, Full Blast, Memory of an Adversary, Zero Gravity und Spellbinding Circle. Ja, cooles Deck. Was ist das Ziel der Reptilianisch? Reptilianisch und coole Effekte. Und zwar basieren sie darauf, die generischen Monster, die Angriffspunkte auf 0 zu senken. Das ist schon mal ganz lustig, sie sind aber nicht die schnellsten, das ist ein kleines Problem. Hier die Venominons und Venominagas sind so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal Bossmonster, würde ich fast schon sagen. Was einfach Reptilien sind und gut reinpassen, mit Venominaga könnt ihr sogar das Spiel gewinnen. Indem ihr ein Reptilienmonster vom Friedhof banished, zerstört wird. Und ja, wenn ich sie zurückholen, Entschuldigung, Satz beenden. Wenn die Karte ihr Kampfschaden macht, dann kriegt sie eine Hyper Venom Zellmarke. Wenn sie drei davon hat, gewinnt ihr das Spiel. Ja, Monster mit null Angriffspunkten, wie macht das Schaden? Sie kriegt Angriffspunkte für jedes Reptilmonster im Friedhof und zwar 500. Sie ist ein bisschen tricky rauszukriegen, aber eigentlich lustig, wenn sie mal draußen liegt und man mal vielleicht sogar damit gewinnt. Ja, das ist das Deck von Chris. Und ja, Verbesserungsvorschläge wie immer gerne in die Kommis rein. Ich freue mich drauf, die zu lesen. Ich denke, Chris wird es auch interessieren. Und im nächsten Stream werden wir das Deck mal ausprobieren. Was ihr auch machen könnt, ist das Deck runterladen. Direkt für Yu-Gi-Oh! Pro und Dev Pro. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Und lasst doch auch ein Abo da. Dann verpasst ihr nicht die nächsten Deck-Profiles, die nächsten Opening-Videos und was es sonst noch alles auf diesem Kanal gibt. Das war's von mir für diesen Moment. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.